Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Tobi von Hanfnau, und ich glaube, wir müssen mal wieder ganz dringend über die Nörgler und die Torpedierer des neuen Gesetzes sprechen. Unter anderem Herr Limbach, der Justizminister von Nordrhein-Westfalen, aber auch Markus Söder, Ministerpräsident von Königreich Bayern. Über beide müssen wir sprechen, aber ich sehe es euch schon an. Ihr guckt die ganze Zeit nur auf meine Frise. Ich habe es natürlich getan. Ich habe meine Haare fallen lassen. Ich habe die alten Zöpfe der Prohibition abgeschnitten, so wie ich das hier euch versprochen habe. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin ganz zufrieden. Ja, das war natürlich schon kein einfacher Schritt, definitiv. Aber ich habe ihn am Ende auch keine Sekunde bereut. Mir gefällt es ganz gut. Ich hoffe, euch auch. Ihr dürft aber auch ehrlich sagen, wenn ihr traurig seid, ist gar kein Problem. Auf jeden Fall werde ich die Haare natürlich an eine Organisation spenden, so wie hier viele mir das hier drunter empfohlen habt. Also so eine YouTube-Community, die tut durchaus auch Gutes. Vielen Dank für die Anregung. So, jetzt würde ich aber sagen, es gibt wirklich Wichtigeres als meine Frisur. Deswegen reden wir zum Beispiel über die Grünen. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Justizminister der Grünen aus Nordrhein-Westfalen jetzt immer noch nicht auf diese neue Gesetzgebung vorbereitet ist? Wir haben also seit 2 Jahren eiern wir an diesem Gesetz rum, und jetzt stöhnt der Justizminister: Ach, das ist aber viel zu viel Arbeit, die ich da jetzt auf einmal habe. Wie soll ich das Ganze denn bewerkstelligen? Ja, wie wäre es vielleicht mal mit früher anfangen? Das wäre vielleicht eine Lösung. Wenn man seit 2 Jahren dieses Gesetz vorbereitet und weiß, was einen da erwarten könnte als Justizminister eines Bundeslandes, wie kann man denn dann jetzt erst kommen und diese Problematik auf den Tisch werfen? Da muss man halt einfach mal ein bisschen den Arsch wackeln lassen und Gas geben. So einfach ist das, und ich glaube, das kann auch alles nicht die große Hürde sein, warum das Ganze jetzt verschoben werden muss. Und ich glaube auch nicht, dass es verschoben wird. Es gibt natürlich diese Gefahr vom Vermittlungsausschuss jetzt, der vom Bundesrat installiert werden kann, und auch der Limbach, jetzt habe ich den Namen schon wieder fast vergessen, will da auch alles in Bewegung setzen, damit der Vermittlungsausschuss installiert wird. Aber wir wollen erstmal abwarten, ob das wirklich so sein wird. Und deswegen müssen wir auch weiter Druck machen. Macht auf allen Fronten Druck bei den Grünen. Es kann doch nicht sein, dass ein Justizminister der Grünen, der Urlegalisierungspartei, jetzt diese Entkriminalisierung weiter verzögern lässt. Das ist wirklich nicht akzeptabel, und wir haben wirklich genug Verzögerung, genug Verschiebung über uns ergehen lassen müssen. Da muss jetzt dann eben einfach mal der Herr Justizminister ein bisschen Gas geben, und ich glaube, das können wir auch alle erwarten. Aber wir haben ja noch King Markus Söder aus Bayern, der also das Ganze nochmal ganz anders betrachtet. Ja, aber das Schöne ist, er ist schon einen Schritt weiter. Er ist schon so weit, dass das Gesetz in Kraft getreten ist in seinen Gedanken. Das macht uns doch wiederum auch Mut, dass da die Hürden, die dagegen wettern, jetzt gar nicht mehr so groß sein werden. King Markus Söder möchte aber dieses bundeseinheitliche Gesetz auf Bayern auslegen. Ja, er wird das wieder nach seinen eigenen Standards bewerten und demnach seine Untertanen dann auf euch losgehen lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Herr Söder stellt sich also über ein Bundesgesetz, weil er ist ja der König, er ist aus Bayern und er kann machen, was er will, weil Bayern ist sowieso das beste Bundesland. Deswegen sollten wir uns lieber mal ein Beispiel an Bayern nehmen, und nicht Bayern soll sich nicht hier irgendwie an so einer Demokratie beteiligen und dann einfach auch mal akzeptieren, dass es eine Mehrheit gibt, die anderer Meinung ist als King Markus und die CSU. Ich finde das absolut undemokratisch von Herrn Söder, und ich finde es undemokratisch von der CSU, und ich finde es ein Skandal. Und ich finde, ihr da in Bayern, ihr solltet jetzt wirklich mal ein bisschen Welle machen. Ihr habt jetzt bald die Chance, ein bisschen mutiger zu werden. Ihr habt jetzt bald die Chance, 3 Pflanzen bei euch zu Hause hinzustellen. Ihr habt bald die Chance, mit 25 Gramm in der Tasche rumzulaufen. Und ich möchte an euch appellieren, tut das auch. Und dann zeigt den Bayern mal, wie normal wir sind und wie wenig sie uns jetzt noch ankacken können. Dann stellt euch bitte mal darauf ein. Ich appelliere jetzt vielleicht erstmal an die, die vielleicht keine Fahrerlaubnis haben. Denn natürlich haben wir immer noch Angriffsfläche, die wir bieten. Und gerade in Bayern bei so einer Androhung würde ich zumindest auch einmal mit allem rechnen. Aber es gibt genug Leute, die haben vielleicht keinen Führerschein oder denen ist das gar nicht so wichtig. Und die können doch das Ganze dann mal jetzt weiter voranbringen, dass auch Bayern wieder lernt, dass sie zu Deutschland dazugehören. Und wenn sie das nicht wollen, ja, liebe Leute, dann gründet euer eigenes Land, schließt euch, was weiß ich, wenn man Österreich oder ich weiß gar nicht, wer euch überhaupt haben will. Tut mir leid, liebe Österreicher, wir fragen euch auch zuerst. Oder macht dein eigenes Königreich, lieber Markus. Aber solange du in unserem Deutschland lebst und dich an dieser Demokratie beteiligen möchtest, dann akzeptierst bitte auch, dass du durchaus auch mal ein Verlierer sein kannst. Das bringt eine Demokratie so mit sich, und dein proletenhaftes Rumgegröle und dein wirklich auch überhaupt nicht zielführendes Dagegenwettern,
das kann so langsam niemand mehr ertragen und es macht mich wirklich wütend. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite bin ich auch wirklich süffisant am Grinsen, dass du das jetzt über dich ergehen lassen musst und dass alle diese Gegner jetzt über sich ergehen lassen müssen und dass jetzt nochmal alle wie die Rohrspatzen schimpfen und alles tut. Ich will es euch nochmal ganz kurz wiederholen. Wir erinnern uns an den Bundestag, da hat ja der Herr Fiedler mit zweistelligen Abweichlerzahlen gedroht und am Ende waren es 4. Und ich glaube, da haben wir als Wiedmob und als Community einen großen Anteil daran. Und deswegen hoffe ich, wir geben jetzt nochmal so richtig Gas. Wir feuern jetzt nochmal diese, liebe Leute, es sind jetzt gerade noch einmal 4 Wochen bis zum Bundesrat, nicht einmal mehr, weniger, 5 Wochen, bis das Gesetz in Kraft treten soll. Lasst uns nochmal feuern aus allen Rohren. Alle grünen Politiker, die ihr nur kennt und Politikerinnen, alle CSU-Politikerinnen und Politiker, die ihr nur kennt, die werden jetzt nochmal bombardiert mit E-Mails, mit Anrufen, mit Kommentaren, mit Tweets, mit allem, was in uns steckt. Und wir lassen jetzt nochmal richtig die Sau raus, denn wir freuen uns langsam auf den 1.4. und wir lassen uns das jetzt auch nicht mehr nehmen. Nicht von einem Fiedler, nicht von einem, ach, ich habe den unwichtigen Justizminister schon wieder vergessen, Limbach. Und auch nicht von einem King Markus Söder, denn er ist gar kein King. Er ist einfach nur ein Ministerpräsident. Und zwar einer von 16 in diesem Land. Und er hat überhaupt gar nichts zu melden. Und das zeigen wir ihm jetzt. Wir zeigen ihm einmal mehr. Wir paffen das. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.